Schelling werfen mit der Nummer 8 Eduard Christoph, die Nummer 5 Franz Frenkitzorn und die Nummer 11 Antonin Kladowski. Mit der Nummer 15 aus Russland, Vitali Komisevich, mit der Nummer 10 Miroslav Staniszewski aus Polen und der Jungfahrer aus Finnland, das Talent, die Nummer 13 Tomi Narola. Thank you.
gespannt mit der Startnummer 3. Das ist Harald Mössmer und der hat Marco Fieker dabei. In diesem Jahr haben wir 6 Gespanne am Start. Es wird so sein, dass jeweils 3 Gespanne im Rennen am Startplatz stehen. Wie lange haben wir, du fährst? Ordentlich eng in den Kurven. Wenn du mal Flieger fährst, ja, wenn du die Bank schon mal über den Verkehr fährst. Dann sollen wir mal Gas geben. Sie es vielleicht eben gerade gesehen, hier in der ersten Kurve, als ich hat er schon höchste Mühe gehabt, das Gespann in der Bahn zu halten. Also Sie sehen schon, das ist wirklich Bahnsport am Limit, was hier abgeht. Da ist wirklich Fingerspitzengefühl. Das, was Sie hier zu sehen bekommen, das ist wirklich einmalig. Siehst du das, wenn du langsamer bist? Also die müssen normalerweise die Gespanne mitwegen als erste Trainingseinheit fahren lassen, auch morgen als ersten Lauf. Wenn die Solos einmal gefahren sind, dann sind die Rillen so tief, dann rattern die nur noch durch die Kurve durch. Jetzt mit den kurzen Spikes haben die dann überhaupt keinen Grip, dann holpern die so über die Rillen drüber und kommen immer Richtung Strohfeuer. Technisch ist das gar nichts hier. Quarkholchen. Heiß. Den habe ich ja Schutzhandschuhe an. Du musst aber auf die Zunge einhalten. Habt ihr das Bild denn gesehen? Bei Facebook ist das auch, wo wir hier sitzen mit dem Heinz. Ja, klar. Das wollte da hinten machen, ne? Ja. Wir so ganz cool. Wie immer. Ja, in der Mitte ist der Sereno, da hat der Mario noch die Mütze von. Haben wir nur getauscht. Gegen die Sonne oder geht's noch? Alles geht alles. Wenn das der Sachse hier erstmal sieht, der schnallt der Elf. Ja.
Olle auf dem Park. Ich bringe mein eigenes Bier mit. Und dann nehme ich das Kalte von dem mit. Und dann bringe ich das 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 mit. Und
Aber plötzlich erweist der Kämpfer, der versucht das aus.
Da haben Sie die Glücke gesehen. Da haben Sie auch gewusst. Tja, oh, da kannst du aber so lernen.
Also, da kannst du dir vorstellen, was auf dein Graben los ist, also, das ist die Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja. Kannst du dir vorstellen, mit was für eine und Stefan Spencer erhält ihn wirklich auf Distanz. Nicht er nochmal die selbst die Kurve. Kann immer noch irgendwas? Nein. Ja, und das Band geht hoch und da wird es hammereng. Und ein Mann hat die Nase vorne. Das ist Gregor Knapp, der Was passiert da noch? Jetzt sind sie gleich auch da. Oh, da muss richtig Atmen mit Kraft zusammensetzen. Und das wurde dann auf der Wand. Meine Fresse, wieder die Komitee mit Maschinen da und die Jungschaft erinnert. Wenn ich von dir in die Mitte fallen. Donnerwetter, Donnerwetter, aber wieder die also ein deutsches Duell, Leggi gegen Günter Mauer und damit kann noch Eduard Kuhlkopf und Sven Holzmann. Also, das ist auch ein ganz, ganz gutes Duell. Und es ist gestartet und der Nase vorn, es ist der Mann mit der roten Helmfarbe. Es ist die Nummer 8, Eduard Kuhlkopf und dahinter Günter Mauer. Aber Günter Mauer, er ist so ganz daran vorbei. Schauen wir mal, aber Fleschi, er gibt sich noch nicht geschlagen. Jetzt kommt er draußen. Mal schauen, er lauert. Na gut, natürlich. Was macht Günter Mauer? Kann er da noch irgendwas reißen? Aber jetzt muss er auch mal aufpassen. Und jetzt von hinten kommt. Also, da geht es wirklich nicht zur Sache. Vorne, naja, ich sag mal, Eduard Kuhlkopf, er führt da relativ gut nach vorne. Günter Mauer, er ist natürlich noch mal richtig. Ich kann auch in der letzten Runde hier. Schauen wir mal. Wir haben schon die vorherigen Leute gesehen. In der letzten Runde, da passiert natürlich schon mal jede Menge. Aber Günter Mauer, der Abstand ist jetzt doch relativ groß. Kann vielleicht noch mal rankommen. Oder gibt es sich in dem einen Punkt zu ziehen? Mal abwarten. Eduard Kuhlkopf vor Günter Mauer und Stefan Plenschacher. Und etwas. Thank you.
kann Günter Bauer da machen? Oder schaut er nochmal nach vorne zu Frankie Korn? Aber Frankie Korn, er hat sowieso dass er jetzt vorgeht mit einem Schlüsselkabel. Er ist kurz vorbei, aber die Attacke von drüben und dann von außen. Der von Svensson mit ganz viel Punkt wieder da vorbei. Jawohl, das war ja nun der absolute Hammer, was der Stefan Svensson da nochmal angepackt hat. In der letzten Kurve, dann lässt er wieder Mauer stehen. Aber Frankie Korn vorne, er hat das Ding wieder ganz cool gemacht. Also, Respekt, Frankie Korn, für diesen Lauf. Hey, wir fahren uns Stefan, also. Wow, das ist Werbung, von vorne in der Seele. Ja. Im sechsten Lauf haben wir mit der Startnummer 9 auf der roten Elf mit Stefan Fleschkacher, blau Jankowski, weiß René Stellingwerk und gelb Vitali Komisevic. Und Vitali Komisevic, er bleibt an der Tini voll. Eine Klasse für sich am heutigen Tag, denn er gewinnt auf diesen Start. Und dazu. Aber jetzt kommt er doch etwas besser weg, der Vitali Komisevic. Jan Kartowski gibt ihm zwar auf die Nerven, aber dann ist er schon auf der Verbesser da. Er ist natürlich nicht. Aber man muss sehen, was da vorne geht. Also, Komisevic vorne, der macht hier die Play. Der ist rückgeteilt. Jan Kartowski an zweiter Stelle und Stefan Fleschkacher dahinter auf 3. So geht es auf zu viel gerade. Letzte Kurve. Und ein langes. Und mit der Endfarbe blau das Gespann. Stefan Rathje und Nicole Wall. Und es ist Stefan Rathje, der hier einen perfekten Start erwischt. Stefan Rathje und Nicole Weiß, die gehen nach vorne, verfolgt von Markus Brandhofer und Tim Scheunemann. Probleme bei Waldemar Gutemus und Kanzlein. Und dann Distanz. Mein Gott, und da geht er ganz tief runter, der Stefan Rathje. Ja, da kommen sie aber jetzt nochmal. Markus Brandhofer, er hat nochmal richtig durchgeschoben, aber die Attacke wurde abgewehrt. Jawohl, danke. Hat er jetzt eben wirklich einen kleinen Fehler gemacht und Markus Brandhofer ist vorbeigezogen. Aber da könnte vielleicht noch was gehen. Jetzt lässt sich Markus Brandhofer natürlich wunderbar nicht mehr vom Boden. Da macht er noch mal ein bisschen Anstand. Und so geht es jetzt so. Und es führt Markus Brandhofer zusammen mit Tim Scheunemann. Kann Stefan Rathje noch mal was bewegen? Nein, er muss sich sogar noch eine Attacke von Waldemar Gutemus erwehren. Das macht er aber relativ viel Schick und gekonnt. Und so geht es jetzt in die Zielgerade. Es ist Frankie Korn, aber Ausgang der ersten Kurve. Da muss er sich eine Attacke.
trainieren, von diesem Training, aber er konnte als Zuber gehen und machen. In die Zielgruppe rein und jetzt führt er noch respektabel Frankie Thorn. Wir sehen, er hat da schon große Mühe in der Kurve. Aber jetzt wird der Abstand größer. Frankie Thorn, das hat er cool gemacht. Eine ganz souveräne Vorstellung. Und dahinter sind sie dann auch. Aber da gibt es um einen Duell auf dem Holzbein. Er attackiert seinen Nachbarn, den Helge. Aber der Konter den hat er richtig gut gemacht, der Rini Stellinger. Geht er noch was für Sven Holstein? Was macht er jetzt? Da ist er gleich auf. Ja, da hat er ihn in die Kurve. Aber da profitiert er. Der letzte Lauf der Gespanne steht an und wir freuen uns auf das Gespann mit der Helmfarbe Blau. Waldemar Kugelmoos und Kanzler in Helmfarbe Gelb. Stefan Brandhofer, Christian Winter und mit dem roten Helm Stefan Radke. Und nicht vorbei, so sagen die Poster und Stefan Radke. Er zeigt hier gleich mal, wo Babels den Moss holt und wird hier also da vorne. Aber dahinter gibt es eine kleine Hakelei. Meine Fresse, was war das denn? Aber Stefan Radke mit Nicole Ball. Er nutzt das aber jetzt sind sie vorbei, die Kollegen Stefan Brandhofer und Christian Schiedler. Aber jetzt wird da noch mal ich glaube fast nicht, wenn sie jetzt keinen Fehler mehr machen, dann sollte aber man weiß es nicht. Also hier geht es wirklich heiß zur Sache. Ja, hier steht ab in der Bude Stefan Brandhofer, was er hier gerade ist. Die Runde, Stefan Brandhofer. Ja, und da ist es ein bisschen Pech, da ist Stefan. Das zweite Mal gut gemacht, der da ausgeht. Das ist irgendwie kein hauptsächliches Problem. Stefan Brandhofer. Nach Hause. Vor.